Jetzt mal Pause hier. Was für Pause, Leaf. So, wir gucken jetzt mal. Jetzt gucken wir erstmal, was der Tierchen, was der gute Junge denn hier, was der denn hier für eine Zeitung liest überhaupt. Was liest der denn? So, da sehe ich schon mal die Anzeigen. Anzeigen sind schon mal raus, Freund. Der liest die Sächsische Zeitung. Das Schundblatt schlechthin, das liest er gerne. So, was hat er hier? BSD, BSD-Geber. Okay, Sächsische Zeitung, damit ist schon mal das Gesöff eingepackt, was er hier geschickt hat. Der gute, guck mal, wie er fein guck mal, ja, wir machen hier ein bisschen größer, Junge. Komm. Junge, ach, guck mal hier, jetzt bin ich in groß. Ne, hier nochmal ein Stück Zeit. Ey, Junge! Wie, da ist ja gar kein Liebesbrief drin. Zettelchen, was ist los mit dir? So, pass auf, jetzt erstmal. Lol, Junge, da hat der aber einen rausgeballert. Jetzt guck mal hier. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es aus der Flasche raus. Ja, sicher ist es dann. Fälschlösschen Export. Ja. Kollege. ZT, da bin ich Junge. Ja, mal, ZT, da ist aber wahrscheinlich Kopfschmerzen und Mäuerchen vor. Komm mal ehrlich jetzt. Welches Tier ist im ersten Sinn-Fox-Movie Homers bester Freund? Ey. Pfui Deibel. Ey, aber weißt du, was der noch geschickt hat? Guck mal. Junge, Marmelade? Jetzt sag nicht, du hast die selber gemacht. Ja, sicher. Boah, Junge, da ist keine Marmelade drin. Da ist Johannisbeere, doch. Aber das ist eine neue Rezeptur hat er gerade geschrieben. Kollege, guck mal, hat er selber Hand angelegt oder was? Guck mal, der Flow. Oh. Ja, mal, werden wir auf jeden Fall mal antesten. Ich hoffe, du hast da nicht für Lebensmittelvergiftungen gesorgt, mein Freund. So, aber du hättest ja wenigstens mal irgendwie einen Liebesbrief reinschreiben können für Schnurri, den ich dir jetzt vorlesen hätte können. Also, wenn der nochmal was schickt, vielen lieben Dank erstmal, ZT, auf jeden Fall dafür. Ne? Hier, mach mal einen Applaus, Schnurri, für den Kerl. Ne? Vielen lieben Dank dafür. Natürlich, natürlich. Natürlich wird sich da bedanken. Und wenn du das nächste Mal was schickst oder irgendjemand, dann mal einen kleinen Liebeszettel reinschreiben. Ne? So einen kleinen Liebeserklärung an Schnurri. Lese ich live vor. Da freut er sich. Der zerschmilzt quasi. So, ab in die Pommesbude mit mir. Was ist los da?